Das ist mir gleich. Aber ihr habt geschworen, den Befehlen der Heptarchentöter Folge zu leisten. Und zu denen gehöre auch ich. Interessiert mich nicht. Du kannst hier rein, wenn du willst. Aber wenn du zu dieser Nachtzeit zu Canesetiana willst, dann melde ich das trotzdem mit dem Kapitän. Ich sagte doch, das kümmert mich nicht. Damit schließe ich die Tür auf. Aber sagt, wie geht es euch? Das Leben eines Gardisten ist einsam. Ich war schon froh, dass ihr 25 von uns mitgenommen habt. Ich wünschte, wir wüssten, was aus euren Brüdern und Schwestern geworden ist. Tja, die Ungewissheit, das ist das Schlimmste. Zumindest bin ich froh, dass unser höchster Untergleichen noch hier ist, Dragan. Er ist zwar auf der anderen Seite des Schiffes, aber er weiß, die Mannschaft gemeinsam mit Rafim zusammenzuhalten. Ja, ohne euch wären wir schon lange verloren. Wissen wir. Hat ja auch einen Grund, warum man uns ein Dukat bezahlt. Ihr seid euer Geld in jedem Fall wert. Tja. In Kuntium werdet ihr nichts Vergleichbares finden. Selbst die Ritter des immerwährenden Kampfes sind nicht so sehr gut wie wir. Vor allem unterstehen sie auch nur den Magiern. Nun, ich denke, das Entscheidende hier ist Treue. Wir dienen dem Geld, nicht euch. Ich weiß. Gut. Dann sollten wir wohl besser dafür sorgen, dass wir wieder Geld auftreiben in Kuntium. Wäre besser. Und viel Spaß mit dem Alchemisten. Ja, Dank. Soll ich vor der Tür warten? Falls er euch angreift oder so etwas. Habt ihr ihn euch mal angesehen? Ist nur noch Haut und Knochen. Aber das werde ich jetzt. Seine Haut ist wie Pergament. Nun ja, wir werden sehen. Und Zulamin betritt die Kajüte mit Canesetiana. Canesetiana. Ja, ich bin wach. Ich habe euch schon gehört. Habt ihr etwas zu essen für mich? Aber man gibt euch doch Essen. Zulamin schaut auf das unberührte Essen. Ja, stimmt, habt ihr recht. Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Er greift das Tablett und schaut so ein bisschen traurig zu der Suppe. Sie ist schon kalt. Mein Hals ist etwas trocken. Es tut mir leid, euch in diesem Zustand zu sehen. Wir haben uns wirklich bemüht, euch angemessen zu ernähren. Aber ich weiß nicht, habt ihr denn früher etwas anderes gegessen? Nein, ich bin genügsam. Ich werde die kalte Suppe gleich essen, nur in Anwesenheit einer hohen Dame von eurer Schönheit. Ich werde sie später essen. Was führt euch zu dieser Nachtzeit zu mir? Ich gehe davon zumindest aus, dass es Nacht ist. Vor ein paar Tagen hatte ich immerhin noch einen kleinen Ausguck nach oben, aber der wurde ja mittlerweile wieder repariert. Zulamin betrachtet ihn. Ich bin müde, Canesetiana. Ich bin dieses Spiel leid. Ihr müsst nicht so tun, als wäre diese Suppe etwas, was ihr essen könntet oder was euch sättigen würdet. Vermutlich lacht ihr mich aus, weil eure Täuschung so perfekt ist, dass ich weiß, was ihr seid und euch dennoch nicht töten kann. Und zwar nicht, weil ich auf die Beweise angewiesen wäre, sondern weil ich mich schlecht dabei fühlen würde. Ich wollte gerade sagen, das Schöne ist ja, ihr müsst mich nicht töten. Ich habe euch nie etwas getan. Es geht nicht darum, ob ihr mich töten könnt oder ob ihr es in eurer Seele wisst, sondern vielmehr, dass ich euch nie etwas tat. Alles, was ich tun wollte, war helfen. Mit meiner ganzen Seele. Ihr habt mir und den anderen nie etwas getan. Aber was ist mit diesem Schiffbrüchigen, den wir an Bord holten? Habt ihr ihm auch nichts getan? Nun, er schaut so ein bisschen verlegen zu Boden. Ich habe nie etwas Falsches getan.
denke nicht, dass ihr ihn mit eigener Hand umgebracht habt, aber... Er hält seine zitternden Hände hoch. Wie sollte ich jemanden töten mit diesen Händen? Weder jetzt aber noch vor einem Monat. Das nicht, nein. Aber wenn ihr in euch geht, dann wisst ihr, dass ihr dennoch schuld an seinem Tod seid, nicht wahr? Und Sulamin, warum seid ihr jetzt hier? Um die Tagebücher zu haben? Ich habe sie nicht gelesen. Nein. Ich will nicht leugnen, dass ich sie gerne zurück hätte, aber das ist nicht der Grund, warum ich hier bin. Voltax denkt, ihr wüsstet nicht, mit wem ihr einen Pakt geschlossen habt. Aber ich glaube nicht, dass das stimmt. Man kann einen Pakt nur schließen, wenn man sich dessen bewusst ist, Sulamin. Ja, das ist die eher eine Regel. Es gibt natürlich Minderpakte. Die kann man unverschuldet hineingeraten und man ist sich dessen vielleicht auch nicht bewusst. Zumindest aus den alten Tagebüchern von Greifenmund geht hervor, dass er damals in Jolgurmak einen Minderpakt schloss. Alleine das Trinken von Teriak ist gefährlich und es hat auch seine Seele berührt. Er wusste es. Deswegen hat er sich auch den Bandstrahlern angeschlossen. Wusstet ihr das? Nein, das wusste ich nicht. Aber lenkt nicht ab. Ich wollte gerade sagen, ich lenke ab. Wenn ihr es also bewusst getan habt, dann sagt mir warum. Ich tat das in einer Zeit, die weit vor euch lag und nichts mit euch zu tun hatte. Wisst ihr, ich habe euch bereits gesagt, dass ich aus Mendena komme. Aus dem weißen Mendena, zumindest als es damals weiß war. Die Stadt wurde als erstes angegriffen. Mit den Archen. Was habt ihr erzählt, ja? Ich war ein einfacher Schreiber. Die vielen Flüchtlinge hätten es nie geschafft. Und ich wusste, dass man keine Rücksicht auf mich nehmen würde. Nun, aber sie hatten keinen Grund, mich zu töten. Sie hatten mir nur ein Angebot gemacht, niederzuknien. Vor dem Glasgötzen. Also wollt ihr sagen, ihr habt es aus Feigheit, aus menschlicher Schwäche getan? Nun, ich habe abgewägt. Ich habe schon immer abgewägt. Mathematik. Ich verstehe. Aber beantwortet mir eine Frage. Habt ihr keine Angst? Nun, ich habe einen Teil meiner Seele verloren. Das jetzt euch zu verleugnen wäre dumm. Und ich bin nicht dumm. Aber ich tue gute Dinge mit dem Wissen, was mir offenbart wurde. Nun, wir sind nicht alle schlechte Menschen. Selbst ein Schlechter von dem jenseitigen Mordbrenner kann immer noch gute Dinge tun. Man kann nicht nur die Hälfte seiner Seele verlieren, Kanizitianer. Und das wisst ihr. Ich gestehe, ich hatte geglaubt, ihr wärt den Pakt willentlich eingegangen. Aus Gier nach Wissen. Denn ich sehe, welche Freude ihr daran habt. Es scheint sogar das Einzige zu sein, was euch überhaupt Freude bereitet. Nun, früher war die Mehrung des Wissens mein größtes Ziel. Mittlerweile will ich es teilen, aber sie oder er, sie bestrafen mich, indem ich dieses Wissen habe. Hier drin in meinem Kopf, er schlägt sich wie verrückt mit seiner Faust mehrmals gegen den Schädel. Aber es kommt dann nicht raus, weil ihr nicht fragt. Das ist der eigentliche Hohn und der eigentliche Spott. Ich habe dieses ganze Wissen, alles Wissen der Welt. Aber ihr fragt nicht danach. Ich will euch sagen, warum ich nicht frage. Weil ich mich schlecht dabei fühle. Wir nutzen euch aus. Die anderen haben keine Skrupel. Wir haben euch hier eingesperrt. Und deswegen erscheint es mir falsch, jetzt noch euch zu benutzen. Nur um euch dann wegzuwerfen.
Aber ihr müsst mich nicht wegwerfen. Es kann alles so wieder so sein wie früher. Braucht das Alchemielabor nicht. Alles, was ich will, ist, dass ich euch diene. Euch helfe, das Gute zu tun. Im Kampf gegen Bahamut. Ja. Nun, ich weiß, ihr könntet helfen. Aber eigentlich bin ich hier, um euch zu helfen. Ihr wisst, es kann nicht wieder so werden wie früher. Ja, ich weiß. Wir werden morgen Kunchom erreichen. Und so wie es aussieht, wird Abel mir euch dann gehen lassen. Aber ich möchte euch etwas mit auf den Weg geben. Wie gesagt, ich merke, welche Freuden ihr an den Gaben des Spiegelmachers empfindet. Aber ihr wisst, diese Freuden sind endlich. Und sie werden mit eurem Tod in Qualen weit jenseits eurer Vorstellungskraft umschlagen. Ich kann mir schon denken, wie Amazoroth mich strafen wird. Ich habe schon einmal einen Paktierer des Spiegelmachers getroffen. Auf Yandraskan. Ihr seid damals auf dem Schiff zurückgeblieben. Er glaubte, er werde nach seinem Tod nach Gnaf Kaor eingehen. Und all das Wissen der verbotenen Bibliothek stünde ihm offen. Mit anderen Worten, er ist auf die Lügen des vielgestaltigen Blenders hereingefallen. Ihr habt gegen den Meister der Roten Hand gekämpft. Wart ihr nicht... Ja. Ihr kanntet ihn? Wir kennen uns alle. Wir lesen gemeinsam in den Bibliotheken. Wie kann man so einen Fehler machen? Auf die Diener der Erzdämonen wartet kein Paradies. Nur die Seelenmühle. Wie konnte er das nicht wissen? Nun... Wenn ihr diese Frage einem Ertrinkenden stellt, wie konnte ein Ertrinkender den Pakt mit der Säuferin ausschlagen oder nicht ausschlagen? Wenn man ertrinkt, dann will man überleben. Wenn man auf dem Schlachtfeld liegt und stirbt, will man noch ein letztes Mal sein Schwert heben und weiterkämpfen, seinen eigenen Tod rächen. Wenn man als Hexe auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird, will man vielleicht noch ein letztes Mal Rache üben an dem Richter. Sie bieten einem Dinge an, seine niedersten Gefühle. Nun, bei mir war es vielleicht nicht all das niederste Bedürfnis, aber schon mir ein wichtiges. Sonst würde ich auch nicht zu ihr gerufen werden. Aber... Ich weiß nicht, ob man euch davon erzählt hat, aber wir haben Aviandas Seele aus den Niederhöllen herausgeholt. Nein, mir wurde nichts gesagt. Ich habe keine Tagebücher von euch gelesen, nachdem ihr wieder nach oben gekommen seid. Nun, dann lasst mich euch davon erzählen. Ihr Geist war so zerrüttet, dass wir kein einziges Wort mit ihr wechseln konnten. Und sie hatte Glück. Unvorstellbares Glück. Keiner wird kommen, um euch vor der Seelenmühle zu retten. Ihr werdet in unendlichen Qualen zermahlen werden. Und am Ende wird man aus euren Überresten einen Dämon formen. Aber dann werdet ihr nicht mehr ihr selbst sein. Nun, aber ihr habt sie nicht aus der Seelenmühle befreit, sondern nur aus den Niederhöllen. Ja. Keine Sorge, wenn ich sterbe, werde ich erst in die Bibliothek einziehen. Ich werde mein Wissen verlieren. Und wie blind durch die Bibliotheken laufen, leere Bücher lesen können. Oder wissen, was mir wie in einem durchlöcherten Wein aus den Händen gerinnt. Das sind die Qualen, die ich dort durchleiden werde. Ja, ihr werdet keine Erinnerung mehr haben und all euer Wissen wird für euch und die Welt verloren sein. Aber wenn ihr das alles wisst, warum brecht ihr euren Pakt nicht? Weil ich dann mein Wissen schon jetzt zu Lebzeiten verlieren werde.
all das Wissen, was hier oben drin ist. Sie wird es mir wieder nehmen. Und ich werde wahnsinnig in einem... Wenn mich die Hesin... Er beißt sich auf die Zunge und blutet ein bisschen. Und wenn mich die Hesindekirche leben lässt, dann werde ich als tumbes Wrack in einem der Neonitenkloster nicht mal mehr fähig zu sprechen, dahin vegetieren. Dann kann ich wieder diese Suppe essen, aber ist das ein Leben? Ihr seid mehr als dieses Wissen, das ihr euch erschlichen habt. Und ihr könntet es euch selbst aneignen. Nun, aber es gibt Wege daraus. Azariel arbeitet an etwas. Und Helmer Fax hat auch an etwas gearbeitet. Er ist zwar kein Paktierer von dem Spiegelmacher, aber er arbeitet trotzdem an etwas. Es gibt Wege daraus. Selbsttäuschung. Man kann sie betrügen. Die menschlichste aller Eigenschaften. Man kann sie betrügen. Und ich will Bahamut, die große Schlange, vernichten. Gemeinsam mit euch. Nur ihr müsst mir helfen. Ihr müsst fragen. Nein. Ihr müsst bereuen. Ihr müsst euren Pakt brechen. Das oder ihr werdet die Ewigkeit in Qualen verbringen. Und das ist kein Schicksal, das ich mir für euch wünsche. Denkt darüber nach. Ich weiß noch, wie ihr mir das Schwimmen beigebracht habt. In dem See in Zorgern. Ein recht hoffnungsloses Unterfangen. Ja. Was ich sagen will, jeder Tag könnte euer letzter sein. Ich habe es erst wieder gesehen. Es hätte auch mein letzter Tag sein können. Und dann ist es vorbei. Die Freuden, aber nicht das Leiden. Ich bitte euch, darüber nachzudenken. Und Zulamin steht auf. Lasst ihr mich in Kunchum frei? Das ist Abelmirs Entscheidung, aber ja, er sagt, er werde es tun. Er nickt. Macht dann die Augen zu. Ich würde gerne eine Überzeugenprobe würfeln und ich würde die mir rakeln, denn es ist Zulamin sehr wichtig, dass Kanizitiana ernsthaft drüber nachdenkt. Okay, dann bitte mirakeln und überzeugen. Okay, das ist... 13,5 plus 5. Genau. 13,5 sind 14, sind 7, plus 5 sind... 12. 12. Gut, dann würfle ich die Überzeugenprobe. Gut, das hat geklappt und Zulamin verlässt Kanizitiana. Da kommen noch 12 Punkte mit drauf, also insgesamt 26, ne? Ja. Ich denke, das sollte klar sein. Mhm, so notiert. 2 × 13. Ja. Dann immer dran denken, das Raya Wademikum ist lila. In der Quersumme 8. Dann kann Zulamin wieder nach oben gehen. Wir wissen ja, für was die Zahl 8 steht. 6. Nein, für die acht Märtyrer. Maraskan! Wir wissen ja, wem die gehören. So, Serpentilio schläft. Diamantis schläft. Boltax schläft. Serpentilio, wir werden sehen, ob wir gleich einen Chip verbrennen müssen. Abelmir ist noch wach. Ja. Nachdem die Sitzung in der Kapitänskajüte beendet wurde, habe ich die Tür verschlossen von innen. Und würde probieren, langsam als Rasierklinge wieder diese kleinen Phosphorkügelchen in Wachs aus dem Papier herauszulösen. Diese zu sammeln in einer kleinen, mit Sand ausgefüllten Schächtelchen.
einen neuen Vertrag aufsetzen, einen Entlassungsvertrag für Kanitizianer. Nachdem ich das alles gemacht habe, würde ich einen Motorikus in der Variante Telemanipulation, also ein plus 2, in meinen Stab zu sprechen. Heißt, der ist plus 2, plus 2, und lass mal Zeit, ein plus minus 0. Was tut diese Variante? Damit kann man feinste Manipulationen durchführen, also zum Beispiel das Drehen von einem gut sichtbaren Schlüssel in meinem Schloss oder Bewegen von gefährlichen alchemistischen Gegenständen als Fernhandlung. Also man kann damit sehr genau den Motorikus ausüben auf kleinste Objekte sozusagen. Kannst Leuten nicht nur auf den Hinterkopf watschen, du kannst ihnen ins Ohr flinchen. Genau. Also man kann damit diese, zum Beispiel, man könnte diese Wachskügelchen könnte man durch die Luft bewegen und dorthin platzieren, wo man sie gern hätte. Warte, sind die in dem Papier jetzt? Nein, die sind jetzt in dem Kästchen, die ich jetzt rausgeholt habe wieder. Ach so. Wie gesagt, ich würde dann einen neuen Vertrag aufsetzen, dieses Kästchen mitnehmen und den Vertrag mitnehmen und dann zu Kanitisiana gehen. Alles klar. Ich muss erstmal würfeln, diesen Motorikus plus minus 0. Ewer gelungen. Ja. Kapitän? Das ist ein Memorans Gedächtniskraft, den du gewirkt hast. Oh, sorry. Das zweite Mal heute, dass nur Diamantes auffällt, dass wir Idioten Scheiße würfeln. Er ist trotzdem gelungen, wie gesagt. Kapitän, ich wollte eigentlich noch Meldung bei euch machen. Vor wenigen Augenblicken war die Reihergeweihte hier. In Ordnung. Hatte sie gesagt, was ich von ihm will? Nein. Ich habe auch nicht nachgefragt. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich habe nur gesagt, dass ich euch das melden muss und das hätte ich sonst getan. Natürlich. Vielen Dank. Nun, ich möchte ebenfalls mit dem Gefangenen reden. Ungestört. Sorgt dafür, dass niemand diese Kombine, ich sagte, niemand dieser Zelle betritt. Okay, ist mir egal. Gut. Ja, dann würde ich diese Tür öffnen und sie hinter mir schließen. Ist er immer wach? Zulamin? Kapitän, was tut ihr denn hier? Nun, ein letztes Angebot. Gesteht euer Verbrechen. Dazu müsste ich ja Verbrechen begangen haben. Ihr seid Paktierer. Das ist ein Verbrechen. Nach welchem Kodex ist es für ein Verbrechen, seine eigene Seele zu verpfänden? Streiten nicht darum. Seid ihr ein Paktierer, seid ihr keiner? Nun, Kapitän, ja oder nein? Nun, wessen Erzdämon beschuldigt ihr mich denn, dein Diener zu sein? Ach, welchen Erzdämon wollt ihr dann besuchen oder einladen, auf dieses Schiff zu kommen? Was glaubt ihr? Niemanden Erzdämon wollte ich hier einladen. Ich bin ein Alchemist, ein Bücherwurm. Ihr seid ein Lügner. Wie genau wie euer Herr. Nun, was möchtet ihr jetzt zu dieser späten Zeit? Ihr möchtet, dass ich etwas gestehe, das ich nicht bin. Ich habe etwas für euch. Zu dieser späten Stunde? Nun, für so etwas ist immer Zeit. Und ich würde man dann dieses Papier rausholen? Hier, unterschreibt. Das muss ich erst lesen. Gut. Er greift nach den Papieren und versucht in der Dunkelheit zu lesen, so gut wie es eben möglich ist. In der Zeit würde ich einen Tempestasis wirken. Es dauert 5 Aktionen. Also, und am Ende spreche ich die Worte Mus Menam Tum. Dieser Tempestasis um 2 Punkte erschwert. Dann kriegt er aber 5 Runden lang kann er Zitiana mit, dass du vor ihm rumzauberst. Das ist dir bewusst. 5 Aktionen. 15 Sekunden, also.
Ja, er merkt meine Zaubergeste, aber ich hoffe, er konzentriert sich mehr auf das Papier. Deine Worte nicht so du hast eine deutlich ausgesprochene Formel als Teil, deine Rap sieht eine gut ausgesprochene Formel vor. Während der ganzen Zauberdauer. Während der ganzen Zauberdauer, ja. Während der ganzen 5 Sekunden. Gut, dann kriegt ihr das mit, ist mir auch egal. Was tut der Tempostasis? Er bewirkt eine vollkommene Einfrierung der Zeit innerhalb dieses Radius. Und nur ich und meine Gegenstände, beziehungsweise durch den Zauber bewegte Gegenstände, können sich bewegen.